wir beraten euch als Consultant, wir möchten uns aber nicht selber empfehlen. Mhm. Ja? Dann heißt aber, was würden Sie denn machen? Was würden Sie in eine Ausschreibung reinschreiben? Ja, wir haben uns jetzt die und die Firmen angeschaut, sagen Sie doch mal was dazu. Dann sage ich wiederum, schauen Sie doch mal auf Instagram oder Facebook. Die Homepage, die glänzen alle schön. Da schreiben wir im Endeffekt alle das Gleiche. Inflationär schreiben wir alle Professionalität. Da haben wir vielleicht tolle Bilder, die Bilder können aber auch schon 10 Jahre alt sein. Gehen Sie doch mal in die sozialen Medien, da sehen Sie tagesaktuell, schauen Sie sich mal die Stories an, machen Sie sich zur Not ein Fake-Profil und schauen Sie sich mal die Dienstleister an, die Sie in die nähere Auswahl nehmen, die Sie vielleicht für eine beschränkte Ausschreibung selber kontaktieren. Schauen Sie sich mal, ob das ist, was Sie sich nachher für Ihren Empfang, für Ihren Werkschutz, für Ihre Pforte, für Ihren Revierdienst vorstellen. Für ihr Krankenhaus oder wer halt immer da die Ausschreibung macht. Ich möchte, weiß Gott, in diesem Interview nicht über die Branche lästern, aber wir können sehr viel nicht. Und eins davon ist über unseren eigenen Tellerrand hinausschauen. Jemand sagt, ja, ich habe aber schon gearbeitet und ich habe Erfahrung. Und wir fragen dann am Telefon schon, ja, haben Sie die Zugangsqualifikation? Ja, nein. Braucht man die denn wirklich? Ja, man braucht sie. Aber unsere Branche braucht auch die Mitarbeiter. Und da, ich glaube, da findet so das eine zum anderen. Aber fahre ich zum Kfz-Unternehmen, wo ich meinen Kundendienst machen lasse und sage zu denen, ja, aber er braucht genau diese Zündkerze, machen bestimmt Menschen. Aber wer tut das? Es sagt doch auch niemand dem Kfz-Meister, ich brauche übrigens einen Meister, um einen Betrieb zu öffnen oder zu führen, warum nicht, sage ich doch auch nicht, ja, du musst aber den Keilriemen so rum aufziehen. Ich überlasse ihm die Fachexpertise, das zu können. In der Bewachung sagt uns ein Einkäufer, der von Bewachung keine Ahnung hat, wie viel Stück Sicherheit, die er auf dem gleichen Bestellformular nach SAP bestellt, wie er sich auch Doppel-T-Träger bestellt. Die Sicherheitsphilosophen mit Florian und Raphael. Herzlich willkommen bei den Sicherheitsphilosophen, eine neue Folge. Ich bin heute zu Gast beim Philipp Werner, SOW Sicherheitsdienst GmbH. Und ich würde sagen, stell dich doch bitte als erstes vor. Ja, wie Florian schon gesagt hat, mein Name ist Philipp Werner. Ich bin 40 Jahre alt mittlerweile und bin geschäftsführender Gesellschafter der SOW Sicherheitsdienst GmbH. Wollte mit Florian schon des Längeren mal ein Interview machen und heute konnte er es einrichten und hat uns hier am neuen Standort besucht. Und deswegen machen wir jetzt Florian sein gewünschtes Interview. Ja, vielen Dank für deine Einladung. Wir wollen uns heute so ein bisschen mal unterhalten, weil wir das ja immer nur so privat untereinander gemacht haben, über so Themen Sicherheitsdienstleistungsgesetz, Qualifikation, Zukunftsvision, Social Media, ein ganz wichtiges Thema, glaube ich. Total, ja. Aber vielleicht erzählst du mal nochmal von dir, woher kommst du, was war so deine Laufbahn, was sind deine Qualifikationen, wie bist du zur Sicherheitsbranche gekommen? Ich glaube, das ist immer so mit am interessantesten zu Anfang. Ja, ich bin seit 1998 mittlerweile in der Bewachung tätig. 2002 das erste Unternehmen gegründet, davor war ich gewerblicher Mitarbeiter, habe damals 1999 mein klassisches damaliges Unterrichtungsverfahren bei der IHK hier in Stuttgart gemacht und habe dann 2002 mein erstes Bewachungsunternehmen gegründet, meine erste Bewachungserlaubnis bekommen und bin seitdem auf dem Markt, war dann mal Gesellschafter eines anderen Unternehmens mit und jetzt das jetzige Unternehmen der jetzigen Form als einzelner Gesellschafter führe ich seit 2014. Und auch in neuen Räumlichkeiten. Ne? Und jetzt heute auch endlich mal in neuen Räumlichkeiten. Wir suchen im Endeffekt seit 5 Jahren, sei es jetzt Immobilie oder Bauplatz. Jetzt hat sich die Immobilie hergeben, die haben wir dann gekauft und sind jetzt hier seit Ende letzten Jahres. Kannst du uns mal erzählen, wie groß ist so dein Unternehmen, wie viele Mitarbeiter, was für Kunden sind so bei euch? Also wir beschäftigen zurzeit ca. 35 Mitarbeiter. Wir haben Kunden, wir sitzen im Großraum Stuttgart, das heißt, bietet sich an, Kunden im Automotive-Bereich haben wir hier viele. Wir machen deutschlandweit Beratungen, jetzt nicht nur in der klassischen Sicherheit, sondern auch im Bereich Arbeitssicherheit decken wir mit ab. Da sind wir zum Beispiel deutschlandweit tätig im Bereich Sicherheitskonzeptionen, machen wir im Großraum Stuttgart, aber auch deutschlandweit, wenn der Kunde das dann dort anfragt. Und aber ansonsten, was man so kennt, klassischen Werk- und Objektschutz. Wir machen ein bisschen den Bereich Werttransporte, haben wir mit. Wir haben einen Kunden im Bereich des öffentlichen Personennahverkehrs, aber ansonsten klassische Sicherheitsdienstleistungen. Ja. Wer dich so verfolgt so oder dein Unternehmensprofil verfolgt in den sozialen Medien, der sieht ja auch, du brennst für die Sicherheit, auch in der Diskussionsbereitschaft früher vielleicht ein bisschen stärker. Was fasziniert dich denn an der Sicherheitsbranche? Also die Sicherheitsbranche ist ja auf jeden Fall mal eine Branche, wo es wahnsinnig abwechslungsreich ist. Jetzt nicht nur für den Mitarbeiter, sondern
auch für mich als Unternehmer. Ich weiß jetzt heute nicht, welcher Kunde fragt mich morgen an, welche Aufträge darf ich morgen anbieten, eventuell nach einer Vertragsunterschrift auch abarbeiten. Das sind ganz unterschiedliche Sachen. Es kann jetzt tatsächlich von einer klassischen Bewachung sein, ein Revierwachdienst. Es kann aber auch eine Konzeption sein im Bezug eines Standortsicherheitskonzeptes, wo der Kunde einen neuen Standort aufmacht und sagt, ja, bitte beratet uns noch da. Was brauchen wir denn? Was brauchen wir an Sicherheitstechnik? Was brauchen wir eventuell an personeller Sicherheit? Ja. Baulich. Jetzt brennst du für die Branche. Jetzt ist natürlich schwierig, nach einer objektiven Meinung zu fragen, aber als Brancheninsider, als derjenige, der aus der Branche kommt, was glaubst du, was haben wir denn für ein Image in der Sicherheitsbranche, von der Sicherheitsbranche allgemein, sage ich jetzt mal, vielleicht bevor wir ein bisschen spezifischer werden. Sehr gerne. Ich würde das gerne aufsplitten. Ich würde das gerne in drei, also die Frage in drei Standbeine unterteilen. Also was hat denn zum Beispiel der normale Bürger, wenn ich jetzt meine Mutter befragen würde, was ist denn Sicherheit? Ja? Was würde meine Mutter kennen? Sie würde vielleicht den Werkschützer kennen früher oder vom Daimler, den man da gekannt hat. Sonst ist es wirklich mit der Sicherheit dann eigentlich schon fast zu Ende. Ne? Dann haben wir uns als, ich nenne uns jetzt mal branchenspezifische Experten, wir kennen uns aus, wir wissen, was private Sicherheitsdienstleistung ist, was private Sicherheitsdienstleistung kann, was sie darstellen soll. Und dann haben wir vielleicht als drittes Standbein so unseren Kunden, der eine gewisse Erwartungshaltung hat, der gewisse Sachen der Sicherheitsbranche kennt, die er auch selber braucht. Also diese drei Sachen würde ich gerne unterteilen, wie dann auch so das Image auf diejenigen Leute wirkt. Ja, wie wirkt denn auf deine Mutter oder auf, ich sag mal, Leute, die überhaupt nichts mit der Branche zu tun haben, sondern vielleicht, ich sag mal, maximal Nutznießer davon sind. Was glaubst du, wie wirkt die Sicherheitsbranche auf so einen Personenkreis? Also ich denke, dass sich das auch gewandelt hat. Wie gesagt, früher kannte man den klassischen Werkschutz, den Betriebsschutz, zum Beispiel beim Daimler oder bei großen Unternehmen, wo jetzt hier Bekannte oder Verwandte von mir tatsächlich tätig waren als Mitarbeiter. Die kennt jetzt so das Image der Türsteher vielleicht gar nicht. Jetzt in der letzten Zeit fragt sie mich zum Beispiel manchmal, wenn sie mit der Bahn fährt, ob das Sicherheitsleute sind oder ob das vielleicht Polizisten sind. Ja. Also da ist eher man kennt es oft gar nicht so. Meine Mutter ist mittlerweile fast 80, da hat man vielleicht auch nicht mehr so die Kenntnisse des Branchenwandels mitbekommen. Also auch da würdest du sagen, die Verschmelzung doch eher zwischen, weil du jetzt gerade sagtest, private Sicherheit, Polizei, dass es für den Außenstehenden vielleicht schwierig ist zu erkennen? Total. Also wir haben ja auch eine enorme Verschmelzung. Wenn wir uns die Tätigkeiten anschauen von Gründung der Sicherheitsbranche in Deutschland, also um 1900 rum bis jetzt, wie der Wandel der verschiedenen Dienstleistungen, da wirklich vom klassischen Werkschutz, nenne ich es jetzt mal, auf absolut befriedeten Besitztum zu heute Tätigkeiten, sind die Streife ÖPNV, wo wir im tatsächlich öffentlichen Verkehrsraum als privater Dienstleister unterwegs sind. Und würdest du sagen, so der Personenkreis deiner Mutter, um es mal so zu sagen, hat ein gutes Image der Branche, ein schlechtes Image, macht sich vielleicht auch gar keine Gedanken darüber? Ich glaube, wir kommen eher zum Letzteren. Sie machen sich erstmal keine Gedanken, weil die Berührungspunkte vielleicht auch fehlen. Wenn zu meiner Mutter ein Doorman, jetzt ist es egal, ob der eine anständige Dienstleiter oder eine Warnweste trägt, zu ihr sagt, dass sie soll sich die Hände desinfizieren, soll einen Einkaufswagen nehmen und soll sich bitte ganz hinten in der Schlange einstellen, dann wird meine Mutter das tun. Ja. Es ist für sie eine Autoritätsperson, er sagt ihr dort was. Ist das gut, ist das schlecht? Schwierig, da sind wir wieder bei dem Ding, falsche Polizeibeamte, so, da würden diese alten Menschen drauf reinfallen. Die machen sich gar keine Gedanken, ist das echt, was ich da sehe? Darf das, was ich da vorgelebt bekomme, was ich gezeigt bekomme? Sondern die haben noch so ein bisschen gelernt in ihrer Erziehung, das ist eine Autoritätsperson und der leiste ich jetzt Folge. Und gibt es da aus Finchen den, ich finde das total spannend, dass du diese drei aufgemacht hast, diese drei Spalten aufgemacht hast, aber auch vielleicht bezogen auf die Spalte an sich, unbeteiligte Dritte, gibt es da auch, würdest du sagen, zwischen den Altersklassen, dass das vielleicht ein Unterschied ist, du sagst gerade Autoritätspersonen, Folge leisten und dann vielleicht dem überdrehten Jugendlichen, um jetzt mal wirklich die ganze Bandbreite aufzumachen, der vielleicht immer noch auch psychologisch gesehen seine Grenzen austesten möchte. Da haben wir total schwarz und weiß. Also meine Mutter würde jemanden Folge leisten, der eher als Autoritätsperson in Anführungszeichen sagt, bitte tun Sie, vielleicht sogar auch freundlich. Aber auch wenn es unfreundlich wäre, sie würde das tun, sie hat das mal so gelernt. Der Jugendliche, wir kennen das aus unserem Berufsalltag, ja, der wird mir erstmal erzählen, dass ich nichts darf und dass er so seinen Vater dann sowieso irgendwie Volljurist ist. Und da wird es dann eher sogar die Konfrontation geben, weil man die Branche nicht wirklich ernst nimmt. Ja. Und dann würden wir die erste Säule verlassen und du sagst, die zweite Säule wäre die Branche an sich, also das Image untereinander. Ja. Wie schätzt du das ein? Wie sind da die Bilder? Das ist tatsächlich eine sehr, sehr schwierige Konstellation. Ich denke, dass die Branche, du verwendest das Wort sehr gerne, in einer Bubble schwebt. Würde ich gerne aufgreifen an dieser Stelle und sagen, ja, ich denke, die Branche hat ein sehr verschwommenes Verhältnis zwischen Eigen- und Fremdwahrnehmung. Die Branche
inhaltlich, um das Wort inflationär auch vorne wegzunehmen, professionell. Das ist sehr, sehr wichtig. Aber was würde denn überhaupt Professionalität darstellen in Form von Marketing? Ja, es gibt ja wirklich Marketing-Spezialisten, wenn ich mir große Unternehmen anschaue. Sprechen wir mal Daimler an, sprechen wir BMW an. Ja, die haben Marketing-Spezialisten, die nach außen das Unternehmen verkaufen, um eine gewisse Wirkung am Markt zu erzielen. Und das haben wir als Sicherheitsbranche eigentlich nicht. Ihr macht ja den Content, der die Außenwirkung darstellt in Form von Medien. Meistens ist es der Unternehmer selbst. Ja. Und leider kommt das oft sehr, sehr falsch an. Man findet es aber selber toll, weil woher nimmt man denn seine Ideen? Leider in der Bewachungsbranche sehr oft aus dem eigenen Dunstkreis der Bewachung. Das ist ganz interessant zu sehen. Man sieht einen Beitrag in den sozialen Medien und auf einmal sieht man sehr, sehr oft, ich nenne jetzt mal einen abkopierten Beitrag, eine Imitation des Urbeitrages bei anderen Unternehmen dann. Und jeder versucht das so mit seinem Ding und manchmal ist es sogar wirklich schlecht, dann wird einfach nur das Logo wegkopiert und das andere drüber mit Photoshop oder CorelDRAW oder so gemacht. Und das ist nicht wirklich gut. Man selber findet es aber toll, weil man vielleicht auch Energie reingesteckt hat als klein oder Kleinstunternehmen, findet es dann ganz toll und sagt, ja, das ist mein Ding, so habe ich das gemacht. Aber wie das nach außen wirkt, wirklich auf Dritte, Unbeteiligte, vielleicht findet es die Branche auch noch ganz toll, aber auf Dritte, Unbeteiligte wirkt es manchmal sehr, sehr gewollt und nicht gekonnt. Ich hoffe, ich verrate nicht zu viel, aber ihr habt ja eure Erfahrung auch damit gemacht, genau von dem Content, den du beschrieben hast. Kommen wir vielleicht nochmal ein bisschen spezifischer, wenn wir in den Part Social Media reingehen, nochmal dazu. Aber ich sag mal, jede andere Branche würde sich doch darüber freuen, wenn sie ihr eigenes Marketing oder ihre eigenen Geschichten selbst erzählen könnten im Vergleich vielleicht zu anderen Branchen, weil diese Überwachung, wir haben vorhin im Vorgespräch kurz über einen besonderen Fall aus Hamburg gesprochen, ohne jetzt nochmal Firma und Ross und Reiter zu nennen, aber da war ja vielleicht so das erste Mal so die Konfrontation von außen, von der Presse, wo es eben nicht nur eine Polizeimeldung war, sondern auch tatsächlich eine Analyse gab, würde ich es jetzt mal nennen. Aber ansonsten, jedes andere Unternehmen würde sich doch freuen, die Story selber zu schreiben. Aber die Reichweite, hast du ja auch so ein bisschen angedeutet mit der Bubble, oder meinen Begriff genommen, die Bubble, die ist ja vielleicht auch nur begrenzt an der Stelle. Also wir machen Image für uns selber, würde ich jetzt interpretieren. Wir haben ja vorher einfach mal spaßeshalber unser eigenes Instagram-Profil war es angeschaut und da geschaut, wer liked uns denn. Ja. Ja, wir haben festgestellt, dass wir, wenn wir es hochgerechnet haben, 30% Kunden haben. Und das ist wirklich schon viel. Ja. Und das sind ja auch keine, also wir haben ein paar Kunden aus dem Automotive-Sektor beziehungsweise sogar DAX-notierte Unternehmen. Da haben wir manchmal tatsächlich einen Like dieser Firmen, dieser Social-Media-Abteilungen auf unserem Content. Aber meistens ist das deine Bubble, unsere Bubble. Ja. Ne? Also die Sicherheitsbranche selber, die uns dann einen Like dafür gibt, dass wir jetzt tollen Content gemacht haben. Aber unsere Hashtags, zum Beispiel, wir verwenden Hashtags wie Sicherheitsdienst, Beratung etc. Wer googelt denn? Wer gibt diesen Hashtag selbst wieder ein und schaut dann, was hat ihn sich hinterlegt? Aber das ist doch eigentlich auch wieder nur unsere Branche, sondern gar kein Dritter. Vielleicht sollten wir da ganz andere verwenden. Ich bin kein Social-Media-Experte, aber so fällt mir das auf jeden Fall auf. Und dann läuft es immer im Kreis. Und wenn man dann sieht, wer liked das, wer wird hier wieder was teilen, wer wird was in seine Story setzen, da sehen wir öfters mal die verschiedenen, das sind dann weniger die Unternehmen, sondern tatsächlich eher die gewerblichen Mitarbeiter, die sich dann immer gegenseitig verlinken in den Stories und das dann wieder teilen und reposten oder wie sich das neudeutsch nennt. Aber wir befinden uns immer in diesem Zyklus. Also ich denke nicht, dass da viel von außen, von Kunden auch ein Interesse eingebracht wird. Ich halte das auch für uns selber weniger als Auftragsgenerator. Was ich feststelle, ist aber, dass man da, das aber eher aus Facebook, Reichweite nutzen kann zur Personalgewinnung. Also dass da der Content, weil er ja in der Branche bleibt, der Branchenmitarbeiter sich das anschaut und sagt, hey, die finde ich ganz klasse, ja, da muss ich doch mal ein bisschen nachschauen, geht dann eventuell auf unsere Homepage, schaut sich die Sachen der Personalabteilung an und wenn wir Glück haben, bewirbt er sich, wäre in der heutigen Zeit ganz klasse. Da bewerben, falls ihr aus dem Raum Baden-Württemberg. Ja, Raum Stuttgart, Großraum Stuttgart, Ludwigsburg, Heilbronn, Pforzheim. Bisschen Werbung ist in Ordnung. Genau, wäre ganz toll. Wir hätten da hinten noch ein bisschen Platz für eure Bewerbungen und wenn dann alles klappt, auch für einen Job da drüben. Jetzt hast du einen dritten Part.
genannt. Dritte Säule, Kunde. Ja. Wie sieht der Kunde uns? Mhm. Wie sieht der Kunde uns? Was sieht denn der Kunde? Also da gibt es eine ganz interessante Sache. Wenn wir zum Beispiel als Consultant von einem Kunden beauftragt werden, in Form einer Ausschreibung. Viele Kunden wissen gar nicht, wie schreibe ich Sicherheitsdienstleistungen aus. Ja? Es wird bei uns angefragt und die sehen ja dann erstmal vielleicht gar nicht, dass wir überhaupt Sicherheitsdienstleistungen anbieten, sondern die schauen Sicherheitsberatung etc. Dann kommen wir auf die zu und sagen, hey Leute, passt mal auf. Wir selber nehmen uns als Dienstleister mal ganz klar zurück. Wir beraten euch als Consultant, wir möchten uns aber nicht selber empfehlen. Mhm. Ja? Dann heißt aber, was würden Sie denn machen? Was würden Sie in der Ausschreibung reinschreiben? Ja, wir haben uns jetzt die und die Firmen angeschaut, sagen Sie doch mal was dazu. Dann sage ich wiederum, schauen Sie doch mal auf Instagram oder Facebook. Die Homepage, die glänzen alle schön. Da schreiben wir im Endeffekt alle das Gleiche. Inflationär schreiben wir alle Professionalität. Da haben wir vielleicht tolle Bilder. Die Bilder können aber auch schon 10 Jahre alt sein. Mhm. Gehen Sie doch mal in die sozialen Medien. Da sehen Sie tagesaktuell, schauen Sie sich mal die Stories an. Machen Sie sich zur Not ein Fake-Profil und schauen Sie sich mal die Dienstleister an, die Sie in die nähere Auswahl nehmen, die Sie vielleicht für eine beschränkte Ausschreibung selber kontaktieren. Schauen Sie sich mal, ob das ist, was Sie sich nachher für Ihren Empfang, für Ihren Bergschutz, für Ihre Pforte, für Ihren Revierdienst vorstellen. Für Ihr Krankenhaus oder wer halt immer da die Ausschreibung macht. Und so, finde ich, erhält man einen als Kunde manchmal einen detaillierteren Eindruck über das Unternehmen, als wenn man sich die reine Webseite anschaut. Aber es müsste mir doch als Dienstleister bewusst sein. Oder bin ich so stark in meiner eigenen Blase, um jetzt mal das deutsche Wort zu Bubble zu nutzen, bin ich so sehr in meiner eigenen Blase, dass ich sage, der Kunde guckt sowieso nur meine Homepage an, macht vielleicht ein Vertriebsgespräch. Wenn er es denn überhaupt tut. Ja. Mhm. Aber soziale Medien, die Profile, die ja alle sagen, wir machen das für den Kunden, fürs Marketing, da wird der Kunde sowieso nicht reinschauen. Es ist natürlich da wieder die Frage, betreiben große Unternehmen, unsere Branchenriesen, wir sind ja alle nicht Lünetok gelistet, betreiben die Top-Firmen ein hochprofessionelles Marketing in Form von Web 2.0, heißt das, glaube ich, also den ganzen sozialen Medien. Die sind da vertreten. Warum? Es gibt andere Gründe, in den sozialen Medien vertreten sind. Aber sind die da so gut? Ich glaube eher nein. Eher wir kleinen oder Kleinstunternehmen sind ja so, dass wir sagen, wir machen damit Content. Also die Großen haben diese Profile. Da haben wir aber sehr oft dann wirklich reine Jobprofile, wo dann wirklich als Generator von Personal damit gearbeitet wird. Aber wenn ich eine Leistung ausschreibe, wo ich jetzt sage, ich brauche 500 Mitarbeiter und die dürfen dann auch nicht versucht werden, weil ich sie jetzt nach was weiß ich was ausschreiben möchte, dann ist es vielleicht nicht nötig. Aber wenn ich jetzt sagen möchte, ich möchte jetzt hier für meinen Empfang 2 Orte weiter oder für meine Veranstaltung, oder so, da fände ich es dann ganz interessant, mal auf diese Sachen zuzugreifen. Ob wir das als Branche sehen, ich möchte, weiß Gott, in diesem Interview nicht über die Branche lästern, aber wir können sehr viel nicht. Und eins davon ist, über unseren eigenen Tellerrand hinausschauen. Wir sehen immer nur uns und wir schauen immer nur bei den anderen. Warum sagen wir denn immer, wir sind rechtskonform? Ja? Wir sind compliance-konform, obwohl das Wort Compliance in der Sicherheitsbranche, glaube ich, noch nicht angekommen ist. Warum schauen wir nicht über den Tellerrand raus? Lufthansa sagt auch nicht, wir stürzen nicht ab. Lufthansa sagt auch nicht, wir können fliegen. Das ist auch gar nicht wichtig. Beziehungsweise selbstverständlich. Also das ist eine Selbstverständlichkeit, das muss ich nicht verkaufen. Lidl, Aldi, Norma, wenn ich die Begriffe nennen darf, sagen ja auch nicht, wir können Lebensmittel verkaufen. Nein, das ist ganz klar. Wenn ich zu diesem Unternehmen gehe, kaufe ich Lebensmittel und keine Autos. Ja. Wo das, glaube ich, auch schon funktioniert. Und da schaut unsere Branche einfach nicht, und das ist auch so ein Marketingproblem. Wir drehen uns. Wir machen immer den gleichen Content. Wir schauen nicht über den Tellerrand hinaus und sagen, wie machen das denn Top-Unternehmen, DAX 30 Unternehmen, wie funktioniert das? Wie machen die Content? Nein, das machen wir nicht. Wir fahren im Kreis und machen immer das Gleiche, was ich mal bei einem anderen gesehen habe. Und unser Kunde, ob wir überhaupt darüber nachdenken, wie unser Kunde uns empfindet, klar, wir sind alle der Meinung, der Kunde kauft nur den billigsten, was zum großen Teil leider ja auch so ist, aber wenn ich mir gewisse Websites von Unternehmen anschaue, und ich möchte damit weiß Gott nicht sagen, dass die Unternehmen eine schlechte Leistung per se mit dem gewerblichen Mitarbeiter erbringen, nein, oder wenn es selbst nur die Unternehmer arbeiten, die sich da wirklich für den Kunden, wenn man das so sagen darf, wirklich mal das Hinterteil aufreißen. Mhm. Dann machen die sehr gute Arbeit. Aber können die das durch ihren Internetauftritt dem Kunden verkaufen? Nein, weil das denen gar nicht wichtig ist. Wir haben vorhin, wir nennen jetzt keinen Namen, aber wir haben ja vorhin auch uns ein Profil angeschaut, wo es eben, ich sag mal, auch schwierige Handlungssituationen gab, abgefilmt von
Videoüberwachung. Ich denke mal, das reicht mit, ich sag mal, ein paar kritischen Situationen, wo man vielleicht ohne den gesamten Kontext zu kennen sagen würde, da wären wir wieder bei Rechtskonformität. Aber das ist halt für mich so dieses ganz große Fragezeichen, was ich über allem habe. Warum pose ich mit sowas? Und nichts anderes als posen würde ich das bezeichnen. Ist unsere Branche tatsächlich noch so hinterwäldlerisch, dass sowas geil ist, Macht auszuüben, kräftig Gewalt, wir greifen durch, wir sind die Stärksten, und nur, dass wir nicht mehr mit einer Keule durch den Wald laufen, ist, dass jeder einen EKA am Gürtel trägt? Ja, wenn ich da die Frage mal zurückspielen dürfte, was bekommt unsere Branche denn? Außer, ich bin der Meinung, dass wir die Mitarbeiter gehaltlich natürlich aufstufen und aufstocken müssten. Was bekommt denn ein gewerblicher Sicherheitsmitarbeiter außer einem Lohn, einem Gehalt, mit dem er leben kann? Ich sage nicht gut und ich sage nicht schlecht, mit dem er leben kann. Was bekommt er denn zurück? Bekommt er von seinem Arbeitgeber tolle Anerkennung? Meistens leider nicht. Bekommt er Anerkennung von seinem Gegenüber? Meistens leider nicht. Und ein Mensch braucht doch immer irgendwas, mit dem er sich wohlfühlt, mit dem er Anerkennung bekommt, mit dem er das Gefühl bekommt, ich werde gebraucht. Und da kommen auch wieder die Diskussionen, muss es ein Sicherheitsdienstleistungsgesetz geben, muss es eine Anpassung der Kritis geben. Wir suchen doch als Branche immer so ein bisschen das Gefühl, wir sind wichtig. Wir erbringen eine wichtige Leistung, die definitiv wichtig ist. Aber da kommen wir wieder zu dem Punkt, wer kommentiert, liked diese Beiträge, in denen wir eine sehr, sehr gut ausgestattete Dienstkoppel sehen, in der wir eventuell Schusswaffen sehen. Und interessant ist zum Beispiel, wir sehen in den Social Media, sehen wir Unternehmen, die stellen sich dar, als ob sie jeden Tag 30 Kräfte im bewaffneten Personenschutz hätten. Wenn man sich da mal bemüht und durch die Blume mitbekommt, dass nicht mal eine waffenrechtliche Erlaubnis in Bezug 28 Waffengesetz bei dieser Firma vorherrscht, ja. Aber diese Beiträge bekommen wahnsinnig viel Like aus der Branche, weil jemand anders liked das nicht, den interessiert das nämlich gar nicht. Aber was macht an dieser Stelle, ich muss dann tatsächlich nochmal nachhaken, was macht unsere Branche da tatsächlich besonders? Also ich würde es sicherlich auch geben in einem kleineren Umfang, aber ein Altenpfleger, der wird nicht auf Instagram erzählen, dass er heute 30 Nachttöpfe ausgeleert hat und 50 Personen gewaschen hat. Hat er vielleicht auch gar nicht die Zeit dazu, ist vielleicht auch nochmal ein Faktor, der da eine Rolle spielt. Aber also von meinem Eindruck, aber korrigiere mich da, diese Sucht nach, ich möchte jetzt mal endlich Anerkennung bekommen, weil ich wichtig bin. Irgendwie, die ist so ausgeprägt in Sicherheitsberufen. Ich finde, es nimmt jetzt auch bei Polizeibeamten im Allgemeinen auch ein bisschen stärker zu. Also zumindest im Berliner Raum, Brandenburger Raum gibt es viele private Profile, die auf diesen Zug auch inzwischen aufspringen. Aber offensichtlich ist es ja ein Problem, dieses, nennen wir es mal Segment, des Sicherheitssegments, diese Anerkennung dafür zu bekommen. Also es ist so, ich schaue da auch nicht über den Teller hinaus, ich schaue nämlich auch nicht nach, wer jetzt in einem Altenpflegesektor, das ist nicht mein Metier, da habe ich keinen Einblick, ob dort auch sowas gemacht wird. Ich kenne aus dem Rettungsdienst und aus dem Feuerwehrdienst mehrere, aber dann private Profile, die aber sehr, sehr viele Follower haben, also wo wir wirklich in die 100.000, 200.000 Regionen gehen. Die machen auch ganz tollen Content, ja, wirklich guten Content. Ich glaube aber, das ist was, mit dem der Bürger, die Allgemeinheit, mehr anfangen kann. Ein Rettungsdienst ist einem bekannt, den sieht man auf der Straße. Man versteht gar nicht, dass das auch private Organisationen sind, die zwar der Blaulichtgeschichte zugeordnet sind, aber da das private Firmen im Endeffekt sind, ob das jetzt eine GmbH heißt, ist dahingestellt. Aber ich glaube, unsere Branche möchte auch wichtig sein. Und das ist kein Angriff auf den Mitarbeiter oder das Unternehmen, sondern wir möchten nicht nur für den Geschäftsführer eine Gelddruckmaschine sein, sondern ganz oft haben wir das persönliche Bedürfnis, auch Geschäftsführer per se, Sicherheit zu produzieren. Und Sicherheit ist doch wichtig. Und bekommen wir die Anerkennung für die Sicherheit, die wir produzieren? Aber da würde ich ja gleich die Gegenfrage stellen, wie wichtig sind wir denn eigentlich für die Gesellschaft? Also was ich immer ganz spannend finde, auch jetzt vielleicht, wenn wir einfach nur die letzten 2 Jahre mal zurückschauen im Rahmen der Corona-Pandemie, da waren wir vielleicht in Teilen so weit wichtig, dass wir Einzelhandel, kritische Infrastruktur am Laufen gehalten haben. Aber
wiederum so unwichtig, was vielleicht Corona-Hilfen angab, was staatliche Unterstützung angab, was vielleicht aber auch die Zuordnung zur kritischen Infrastruktur angehörte. Also in Brandenburg, ich muss mal bei mir bleiben, in Brandenburg, jeder Landkreis hat die private Sicherheitsbranche anders gesehen. Mhm. Mal kritische Infrastruktur, mal gesagt, ist jetzt nicht relevant. Also wie wichtig sind wir? Also, ich würde gerade im Zug auf Kritis gerne sehr, sehr gerne unterteilen. Mitarbeiter, die Kritis bewachen oder die eventuell durch Unternehmenskonstrukte Teil der Kritis sind, werden damit kein Problem haben. Mhm. Es wird jemand damit ein Problem haben, der hier nebendran Dormen an einem Schuhladen ist. Gehört der Kritis an meiner Meinung nach nicht. Also kann man nicht per se sagen, Bewachung ist Kritis, Bewachung ist keine Kritis. Da sollten es Abstufungen geben. Ich bin kein Politiker, ich habe da keinen Einblick, wie sowas gemacht wird. Steht mir auch gar nicht zu. Es ist aber wirklich auch immer in dem Kontext schwer. Wir hatten sehr viele Aufträge, auch wir haben partizipiert von Corona, wie eine der wenigsten, die Branche im Endeffekt, die partizipiert hat von Covid, ist die Bewachung. Ja. Obwohl am Anfang gerade unsere ganzen Partnerunternehmen aus dem Bereich Veranstaltungsordnung und Dienst gesagt haben, sie können zumachen. Mhm. Ja, und der BDSW, Horrorszenario, muss man ja auch dazu sagen. Gut, aber BDS, ist ein politisches ich habe Mittel einen, vielleicht. Einen Brandbrief an den BDSW geschrieben in Bezug auf diese Kundenstopper, wie es genannt wurde. Das hatte ich damals kommuniziert, dass ich das nicht so sehe, dass die nicht der Bewahrung angehören. Aber genau da sind wir bei dem Punkt. Wir haben im Endeffekt Zugänge, sei es jetzt an Baumärkten bewacht, an Lebensmittelmärkten. Und waren wir dort wichtig? Sicherheit ist für mich ein ganz klassisches Management-Thema. Und dort hat der Unternehmer bzw. der Marktleiter, die Kompetenz hatte, eine Make-or-Buy-Entscheidung gemacht. Er hat gesagt, stelle ich mein Personal an diesen Zugang des Marktes, ich möchte das nicht spezifizieren, oder hole ich mir ein Sicherheitsunternehmen? Und in dem Moment, wo das Sicherheitsunternehmen günstiger war als das eigene Personal, stand da Sicherheitspersonal. An manchen Läden gab es nicht, da stand da eigenes Personal. Und an manchen Läden stand ein Reinigungsunternehmen hier in etwas größeres und hat der Einkaufswagen gereinigt. An dem nächsten stand ein Bewachungsunternehmen. Und das war eine Entscheidung des Preises. Und das hat ganz am Anfang mal gar nichts mit Sicherheit zu tun gehabt. Als alle Läden geschlossen waren, konnte man hier bei Baumärkten jeden Preis aufrufen, den man wollte, wenn man Personal hatte. Da konnten wir sehr, sehr gutes Geld verdienen, konnten die Nachunternehmer und die Mitarbeiter auch sehr, sehr gut vergüten. Es gab den Covid-Zuschuss für die Mitarbeiter etc. Da gab es ja Möglichkeiten, sowas zu tun. Oder gibt es, glaube ich, immer noch, endet, glaube ich, diesen Monat. Was ist aber passiert? Als es dann gerechnet wurde und das Angebot vom Nächsten kam, der nicht sofort konnte, da wurden die Verträge wieder gekündigt und wurde der Nächste genommen. Es war also eine reine Managemententscheidung und am Schluss hat nur das Geld entschieden. War es jetzt wirklich wichtig für die Baumärkte am Anfang? Sie mussten sofort etwas tun, die Ordnungsbehörde stand vor der Tür und hat mit dem Finger drauf gezeigt, sagt, bitte regle, du verursachst hier eine Menschenschlange, bitte regle die Abstandsregelung, bitte mache, bitte tue. Also war da nur die Angst, das Ordnungsamt schließt uns, also brauche ich jetzt schnell eine Lösung, damit ich weiter Umsätze generieren kann. Deswegen konnten wir jeden Preis verlangen, der wurde am Anfang bezahlt. Was war ja, korrigiere mich da auch, mein Eindruck ist, das war ja aber kein nachhaltiges Wirtschaften der Sicherheitsbranche. Nein. Weil, also wenn wir heute mal schauen, gut, jetzt haben wir viele Lockerungen, wir haben jetzt nicht mehr diesen heftigen Lockdown wie im März 2020 gehabt, aber auch heute hatten wir ja noch Vorgaben bis vor kurzem, 3G-Kontrollen bei Einlass. Da stand dann irgendwie das eigene Personal, Zutrittsbeschränkung oder Kapazitätenbeschränkung über technische Lösungen. Das kam ja alles nicht aus der Sicherheitsbranche. Nein, das können wir auch nicht. Die Sicherheitsbranche kann leider personell. Wir lesen auf jeder Internetseite, wenn wir in den Internetseiten durchgehen, von oben nach unten, wenn wir einfach mal Sicherheitsdienst Köln eingeben, sehen wir doch bei jedem Sicherheitskonzepte. Aber ein Konzept ist doch nicht nur personell. Da ist doch, wenn wir die Maßnahmenhierarchie durchgehen, ist doch personell ganz unten. Und nur das kann tatsächlich die Sicherheitswirtschaft. Ich kann nur personell bewachen. Klar, wir sehen Ciborius, wenn ich den Namen hier nennen darf, in Deutschland weiter Anbieter bietet, hat jetzt einen Bewachungsroboter vorgestellt. Das ist die Zukunft. Dahin wird es gehen und damit müssen wir Dienstleister, wir bieten Bewachung an neben Arbeitssicherheit und Consulting, ganz klar sehen, da wird es hingehen. Wenn wir uns anschauen, wir hatten früher Baustellenbewachung en masse, das war ein Geschäft, das ist durchgehend gelaufen, da musste man nicht drüber nachdenken. Heute fahre ich an allen Baustellen vorbei und sehe jetzt Masten mit Lampen in Rot, mit Lampen in Grün, mit Lampen in Blau und ich weiß immer, welcher Dienst, welcher Bereich, genau, welcher Anbieter da dahinter sitzt. Schön, wir fahren da die Interventionen zu den Dingern, ist auch okay. Aber wir haben eine
Technisierung. Ja, wir haben im Endeffekt, und es wird weitergehen in die Richtung. Aber warum kommen die Impulse nicht von uns aus? Also, diese Thematik, ich kenne das, wir können ja hier, bei uns können wir Namen nennen, diese Bauwatch-Thematik. Mhm. Die sind ja, ich will jetzt nicht mir selber auf die Schulter klopfen aus meinem Bereich damals, aber sind ja auf diesen Bewachungsmarkt eigentlich eingestiegen, weil wir haben damals in Berlin einen Partner gesucht, der eben genau das kam. Und das ist ein niederländisches Unternehmen, weil wir gesagt haben, waren so ein spezieller Fall irgendwo wirklich am ADW ganz weit draußen, wir können da nicht jeden Tag 24/7 Personal hinstellen, haben diese Türme hingestellt. Aber die kamen nicht von uns. Auch die weiteren Entwicklungen, die du alle an, also es gibt ja Videoguard und wen es da noch alles gibt. Mobile Brandmeldeanlagen, ideale Sache. Die kommen doch nicht aus der Branche. Nein. Aber warum nicht? Weil wir nur Personal können, und wenn wir nur Personal können, warum können wir denn nur Personal? Weil wir nicht über den Tellerrand hinausschauen. Und ich spreche jetzt aber nur von uns Kleinstunternehmen. Ich habe keinen Einblick in die Konzernsicherheit. Ich habe keinen Einblick in Securitas, in Unternehmensführung. Aber was tun wir denn? Wir schicken einen Mitarbeiter zum Kunden. Wir bewachen dort, das vielleicht sogar sehr gut. Wir kommen aber gar nicht auf die Idee, zum Beispiel eine mobile Brandmeldeanlage. Jetzt hat ein Kunde XYZ hat einen Ausfall seiner Brandmeldeanlage in seiner Produktion. Nach der Brandschutzordnung und nach der Gebäudeklasse darf er nicht mehr betreiben. Also müsste er sich jetzt 5 Leute da reinstellen, die im Endeffekt nichts anderes machen, als zu gucken, brennt es da. Mhm. Jetzt muss ich ja erstmal 5 Leute haben. Dann muss ich einkalkulieren, dass die Leute krank sind, dass die Leute zu spät kommen, etc. Wenn ich denen eine mobile Brandmeldeanlage verkaufe und dann noch einen nachher reinsetze, der dann eventuell die Alarmierungskette antritt, habe ich doch den Vorteil, ich muss in meinem Preisgefüge, ich denke jetzt da rein unternehmerisch und aus dem Gewinnmaximierungsweg, da sage ich mir, ich kann da vielleicht 30% günstiger rangehen, als wenn ich es mit Personal mache, aber wenn ich diese günstige mobile Brandmeldeanlage bezahlt habe, dann fahre ich Reingewinn ein als Unternehmer. Ja. Ich setze noch einen Mitarbeiter hin, vielleicht setze ich eine Redundanz dazu hin. Die Redundanz kann aber auch woanders arbeiten, zum Beispiel bei mir im Büro, kann unsere Dienstleitung sein. Die fährt dann raus, wenn der andere krank ist oder wenn der andere zu spät kommt. Also muss ich nur noch einmal eine feste Stelle dort vor Ort planen. Es gibt doch eine Bier und mein Gewinn ist nachher höher. Aber da denkt niemand drüber nach. Nein, wir müssen personell. Und ich muss mir überlegen, wie ich nochmal 10 Leute rankarre, denen ich eine Warnweste anziehen kann. Aber wir haben sie ja nicht, das Personal. Nein. Aber wir beschweren uns. Ich finde das total faszinierend, weil das ja letztendlich, deshalb führe ich auch dieses Gespräch total gerne mit dir, weil das ja auch letztendlich meine Gedankengänge sind. Ich bin jetzt so aufgebaut und sage mir, okay, wenn ich jetzt feststelle, dass ich kein Personal habe, BDSW hat jetzt vor ein paar Wochen mal gesagt, wir haben 40.000 offene Stellen, wobei ich schon gehört habe, das war so ein Kommunikationsproblem, Missverständnis innerhalb Presseabteilung und Büro, aber Ich glaube schon, dass wir mehr als diese immer 12.000 Stellen haben. Das sind deutlich viel mehr Stellen, die da offen sind. Aber da muss ich doch irgendwann auf die Idee kommen, mal andere Wege zu gehen, andere Schritte zu gehen. Ansonsten passiert mir das gleich. Ich vergleiche das immer ganz gerne mit der Taxibranche, die sich ja auch nicht verändert hat in den letzten Jahrzehnten, Jahrhunderten, außer dass sie vielleicht von Pferdekutsche auf Mercedes umgestiegen sind und sich jetzt wundern, warum sie von Uber, FreeNow und was es da nicht für andere Anbieter gibt, die ganz andere Konzepte fahren, die aber eben nicht aus diesem Taxigewerbe herauskommen, plötzlich rechts überholt werden. Das werden wir bei uns auch sehen. Ich musste selber schmerzlich feststellen, dass meine Bewachung, für die ich wirklich mal gebrannt habe, wie du das früher gesagt hast, meine klassische personelle Bewachung, in der ich selber in den 90ern tätig war, ein Management-Thema geworden ist. Eine Entscheidung, die Leute treffen, gerade in Großunternehmen, die von Bewachung keine Ahnung haben. Und für die ist es nur wichtig, schließt mir die Bewachung das Delta zwischen dem, was meine Versicherung mir vorschreibt, und den Kosten, die ich habe, wenn ich die Versicherung nicht abschließe. Dazwischen ist das Delta Sicherheit. Weil was tun wir? Wir produzieren Sicherheit und wir möchten Sicherheit produzieren, aber Sicherheit ist oft gar nicht messbar. Ja. Sicherheit, wenn man das runterbricht, ist ein Gefühl etc. Aber der Kunde muss es oft haben. Es ist oft vorgeschrieben, dass der Kunde von seiner Versicherung oder weil man es schon immer gehabt hat. Und da wird natürlich der günstigste gemacht. Dann brechen wir wiederum, dass wir in einem Mindestlohnsektor arbeiten, in einem Niedriglohnsektor. Deswegen fällt uns die Personalgewinnung schwer. Warum haben wir denn überhaupt, also jetzt frage ich mal ganz ketzerisch so ein bisschen, warum haben wir denn überhaupt noch Personal? Also wenn ich jetzt vergleiche, wenn ich bei Lidl an der Kasse arbeite, da verdiene ich irgendwie so um die 15 Euro, heißt es immer wieder. Aldi soll sogar noch ein bisschen besser bezahlen. Haben wir dann
Idealisten bei uns in der Branche, die sagen, sie brennen für das Thema, was dann vielleicht auch diese Begründung schließen würde zu diesem Social-Media-Bubble-Thema, weil sie sich dann auch präsentieren müssen. Dadurch, dass sie keine gesellschaftliche Anerkennung bekommen, müssen sie wieder auftrumpfen und diesen ganzen Kreislauf wieder von vorne zu starten. Oder spielen wir vielleicht auch mehr mit den Ängsten der Menschen, weil wir uns ja auch sicherlich nochmal fragen müssen, wer produziert eigentlich Sicherheit? Ist es tatsächlich derjenige, der freiwillig in die Branche kommt oder vom Arbeitsamt oder Jobcenter geschickt wird? Mhm. Also das sind so viele Unwuchten bei mir, die so ein komisches Gefühl irgendwie auch hinterlassen. Mhm. Das ist tatsächlich ein interessantes Thema. Es gab ja da auch in den sozialen Medien dieses Sicherheitsdienste sind keine Schläger, war das eine, und dann keine gescheiterten Existenzen. Mhm. Ne? Wenn man sich aber wirklich mal, ich denke nicht, dass es da wirklich Statistiken gibt, aber wenn man sich mal die Werdegänge, ich darf ab und zu noch Bewerbungen lesen, bin tatsächlich bei Vorstellungsgesprächen auch noch öfters dabei, und wenn ich mir dann anschaue, es ging doch niemand, und jetzt nehmen wir mal alle Schulsysteme, ich weiß gar nicht, gibt es bei euch noch eine Hauptschule? Nee. Gut, bei uns gibt es so eine Hauptschule hier, und wenn wir jetzt mal anschauen, wer kommt von der Hauptschule, wer kommt von der Realschule, wer kommt vom Gymnasium. Berufsbildungsgeschichte in der Hauptschule, warum man macht Praktikas, ich denke, das ist in den anderen Schulsystemen auch so. Wer kommt denn da auf die Idee, ich gehe jetzt in die private Sicherheitswirtschaft? Also ich kannte bei mir niemanden in meiner schulischen Ausbildung, und ich kenne auch jetzt in meinem privaten Umfeld niemand, der sagt, ich möchte jetzt nach der Hauptschule, Realschule, vielleicht sogar nach dem Gymnasium in die private Sicherheitswirtschaft gehen. Sondern das ist erstmal, ich möchte gerne, also ganz am Anfang ist es der Feuerwehrmann und Polizei, dann irgendwann ist es Astronaut, dann der TikTok-Superstar. Und dann hat man ja oft vielleicht eine Erstausbildung, die man beginnt. Und dann einfach mal feststellt, so, okay, die Erstausbildung bringt mir jetzt im Monat, ich weiß nicht, was eine Ausbildungsvergütung im normalen Handwerk ist, 600, 700 Euro. Ja, das reicht aber nicht, um meine Kosten, die ich jetzt so habe, zu machen, wenn man überhaupt in eine Ausbildung geht. Ich kenne es leider sehr, sehr oft bei unseren Kunden auch, dass die jungen Leute gar nicht mehr wirklich eine Ausbildung machen, sondern man macht dann einen Job, nachdem man schulisch beendet hat. Die lassen das Abitur und eventuell das Studium mal außen vor. Man macht dann einen Job, um sofort Geld zu verdienen. Man will einen Führerschein haben, man hat Wünsche, was Jugend heutzutage halt alles so braucht. Aber dann gar nicht wirklich in das richtige klassische Berufsleben, eventuell durch vielleicht ein Studium oder durch eine klassische Erstausbildung, dann Meistertechnikerqualifikation. Nein, man steht dann irgendwann da und sagt so, okay, es hat gar nicht wirklich was gebracht. Und dann rutscht man ja meistens irgendwie so durch Zufall in die Bewachung. Man kennt jemanden. Dort wird jemand gebraucht. Wir haben Wallraff, denke ich mal, alle gesehen 2014, ne? Wie man in die Branche kommt. Ja, da wird der gefragt und der bringt jemand mit. Und der wird am Bahnhof mit einem nassen Handtuch eingefangen. Und so rutscht man dann in die Sicherheit. Und dann komme ich wieder an den Punkt, wo ich sage, dann mache ich vielleicht das Unterrichtungsverfahren. Alle schreien, das ist so schlecht. Ich stelle mir die Frage, ob die Sachkundeprüfung besser ist. Die kann ich nämlich zu Hause lernen. Und wenn ich Glück gehabt habe und zur richtigen IHK gehe, dann kann ich mit ein bisschen Buchlesen meine Sachkundeprüfung machen. Bei der Unterrichtung muss ich schon mal in einem Raum sitzen. Ich muss mir da irgendwo vom IHK, ob jetzt die Dozenten alle gut sind, das ist auch dahingestellt. Aber ich habe da zumindest mal eine Pflichtveranstaltung, die ich besuchen muss. Ich sollte sie natürlich verstehen können, das ist aber das nächste Thema. Nur jetzt habe ich da diese Basisqualifikation und kann dann trotz allem mal, das klingt jetzt sehr, sehr böse, als ungelernter Hilfsarbeiter, natürlich mit Nachtschichten, mit steuerfreien Zuschlägen, wenn ich sie dann bekomme, doch eine recht gutes Geld verdienen. Das klingt jetzt immer so hämisch, wenn ich das sage als Geschäftsführer, aber ich habe so gearbeitet. Meine ersten 4 Jahre in dem Bereich habe ich gearbeitet, und wir sprechen damals noch von 10 Mark die Stunde, ne, in denen ich tätig war. Zuschläge, das gab es damals halt einfach nicht. Ich wusste auch nicht, dass es gewisse Tarifverträge gibt. Aber da sind wir heutzutage schon nur ganz anders. Und heute kann doch der Mitarbeiter sich hier vor mich hinsetzen und zu mir sagen, Herr Werner, ich handle mit Ihnen den Preis aus. Und wenn ich ihn brauche, dann muss ich ja irgendwo ihm ein bisschen nachgeben und kann mich da nicht nur auf den Tarif beharren. Aber es ist leider so, bei uns bewerben sich Leute, die kommen aus Unternehmen hier aus der Umgebung, und die erzählen mir immer noch, sie kriegen keine Zuschläge. Und die sind super happy, wenn sie sonntagnachts arbeiten dürfen. Und das auch auf Aushilfen gesehen. Und deswegen haben wir das Problem der Generierung von gewerblichem Personal. Das heißt, wir müssten, das sagst du jetzt als Unternehmer, wir müssten praktisch auf der einen Seite das Image verbessern. Ein gutes Branche, Image. Ein gutes Image haben. Das Image, was die Branche denkt, was in Haus haben sollte, muss. Okay.
müssen wir gleich drüber reden, was denn ein gutes Image wäre. Mhm. Aber das andere Thema, und das finde ich auch total spannend, weil sich auch da wieder für mich so viele Fragezeichen ergeben, zu sagen, okay, eigentlich müsste sich doch kein Arbeitnehmer, gewerblicher Arbeitnehmer heute mehr unter Wert verkaufen. Ich meine, es gibt, ich schlage einmal ein Stellenportal auf, was auch immer, oder bleib halt bei Facebook oder Instagram und gucke. Finde ich kann genügend. Heute hier arbeiten, morgen dort. Wenn ich Glück habe, kriege ich noch eine Wechselprämie von mehreren hundert Euro oder ein paar tausend Euro, die an nichts angebunden sind. muss einen Tarifvertrag lesen, zahle vielleicht auch 1% für Verdi, um jetzt mal die Schiene zu geben. Das ist das Wort, das du hier im Unternehmen nicht in den Mund nehmen solltest. Gut, reden wir über Betriebsräte. Die Tür. Nein, natürlich absolut hat alles seine Berechtigung. Aber sie lassen sich ja, der Mitarbeiter letztlich, das muss man vielleicht auch so böse sagen, ja auch verarschen, weil er kein Interesse hat, weil er es nicht will, weil da Angst mitherrscht. Nehmen wir doch mal das Thema Verdi mit auf. Wir sind Verdi in Baden-Württemberg, bei Besondere Dienste sind wir da eingruppiert. Warum haben denn unsere Mitarbeiter der die Mitarbeiter der Branche, das ist immer so eine Frage, gehören sie dazu, Luftsicherheitskontrollkräfte, warum haben die ein total festes Standing in der Gewerkschaft? Warum hat unser Atombereich eine ganz tolle Standing? Warum gehen denen ihre Tarife radikalst nach oben? Wir haben eine Erhöhung des Geld und Wert gesehen vor, ich weiß gar nicht, war es 2 Jahre oder 3 Jahre, um 10%. Ja. So, warum kriegt das, ich rede mich als Unternehmer um Kopf und Kragen, die klassische Bewachung in den Tarifen Objektschutz, in den Tarifen Revierkontrolldienste, warum kriegen die das nicht hin? Da ist die Frage, ist es für Verdi interessant, weil da natürlich auch weniger Provision an Verdi kommt. Mhm. Ne? Und gewisse Leute müssen auch S-Klasse fahren bei Verdi, also da muss irgendwo auch Geld herkommen. Aber warum wird sich da nicht organisiert? Du fragst, warum sich Mitarbeiter Preise gefallen lassen, die unter dem Tarif liegen, eventuell ohne Zuschläge. Wir müssen die Mitarbeiter vielleicht in diesem Fall ein bisschen kategorisieren. Wir sprechen auf der einen Seite Mitarbeiter mit Zugangsqualifikation. Wir sprechen dann aber vielleicht auch von Mitarbeitern mit der Ausbildung Fachkraft Schützen Sicherheit und eventuell weiterqualifizierte Mitarbeiter, wo wir leider sehr wenig davon in der Branche haben. Und dann haben wir aber noch die Mitarbeiter, vielleicht mit der Zugangsqualifikation, die aber durch ein anderes Raster fallen. Und zwar jetzt durch das Raster eventuell Bewacherregister. Früher vielleicht durch das Raster Wächtermeldung. Beziehungsweise auch durch das Raster irgendwo vielleicht mal, ja, vielleicht müssen sie halt irgendwo Unterhalt bezahlen. Wollen das vielleicht nicht tun. Können nicht mehr beschäftigt werden. Es kommt halt dann einfach beim Bewacherregister ja abgelehnt. So, jetzt wollen die aber vielleicht trotzdem einen Job haben. Und die wissen, dass ich trotzdem Mitarbeiter brauche. Also haben die doch... hat der Unternehmer einen, das habe ich glaube ich draufgeklopft, der Unternehmer doch glaube ich einen gewissen Druck, den er sagen kann, ich nehme dich, aber halt. Ne? Und er kann sagen, ja, aber du brauchst nicht. Und ich glaube, dass so ganz viel passiert und ich glaube, wir haben immer noch eine wahnsinnig hohe Quote der Schwarzarbeit in der Bewachung. Diese ganzen Geschichten in Bezug auf Stadien, es wurden hier Stadien geprüft, da sind 40% der Ordnungskräfte wurden vom Zoll als nicht ordentlich den Einzugsstellen gemeldet. Geprüft. Und ich denke, dass das in der Bewachung immer noch gang und gäbe ist. Und da liegt dann, glaube ich, der Punkt. Ein normaler Mitarbeiter setzt sich nicht hier hin und sagt zu mir, Herr Werner, ja, aber das ist gar kein Problem, dass Sie mir keinen Tarif mehr zahlen. Wenn ich zu dem nicht sage, schauen Sie mal, wir haben hier noch die Zulage und wir haben hier vermögenswirksame Leistungen, dann ist der schneller wieder bei mir vorne zum Ausgang raus, als ich dem einen Arbeitsvertrag drucken lassen kann. Ja. Und ich denke, Mitarbeiter, die selber irgendwas mitbringen, was nicht ganz konform ist, finden das Unternehmen. Wir haben oft Anrufe, da fragen mich die Mädels, ja, wie gehen wir damit um, wenn jemand sagt, ja, ich habe aber schon gearbeitet und ich habe Erfahrung und wir fragen dann am Telefon schon, ja, haben Sie die Zugangsqualifikation? Ja, nein. Braucht man die denn wirklich? Ja, man braucht sie. Aber unsere Branche braucht auch die Mitarbeiter. Und da, ich glaube, da findet so das eine zum anderen und dann wird da eine Tätigkeit, eine Arbeit begründet. Da gibt es ja keinen Arbeitsvertrag. Klar, wir haben keine Verpflichtung, einen Arbeitsvertrag zu schließen. Ne? Aber das sind lauter kleine Punkte. Wenn ich schon irgendwo hinkomme, ja, zeigen Sie mir mal Ihren letzten Arbeitsvertrag. Ja, gab es nicht, war eine mündliche Vereinbarung. Ja, da weiß ich ganz genau, was gelaufen ist. Dabei haben wir es als Bewachungsunternehmen ja eigentlich sogar, dass wir eine Aufbewahrungsfrist haben für solche Sachen. Und meinen mündlich vereinbarten Vertrag kann ich nicht aufbewahren. Dann wären wir wieder bei Rechtskonformität, und was wir wirklich tun. Aber dann stellt sich ja die nächste Frage eigentlich zu sagen, können wir solchen Menschen Sicherheit vertrauen? Also ich meine, wenn ich jetzt nur wieder in diesen, bleiben wir mal Paragraphenreiter 34a, Paragraph 1, erster Satz sagt,
gewerbsmäßige Bewachung von Leben und Eigentum Dritter. Mhm. Also blenden wir mal Eigentum aus, aber Leben als höchstes Rechtsgut, was wir eigentlich haben. Darüber gibt es nichts, weil Leben vorbei, dann vorbei. Haben wir nichts mehr. Haben wir nichts mehr. Und dann malst du jetzt gerade ein Bild, was ich glaube auch dir zustimmen würde, was sehr realistisch ist, was sicherlich auch nochmal in Ballungsräumen, wo du viel Konkurrenz mit vielen Unternehmen hast und so klassische Wohnzimmerunternehmen und ähnliches hast, vielleicht auch noch ein bisschen stärker vertreten ist. Und dann sagt der Kunde, wo du vorhin sagtest, naja, die Frage ist, wie viel interessiert sich eigentlich auch der Kunde dafür, für seine Dienstleistung, die er ausschreibt? Der will eigentlich nur ja, entweder seine Versicherung befriedigen oder im Zweifel auf jemanden zeigen können, dessen Haftpflichtversicherung dann den Schaden trägt. Und dann kommen wir wieder zur Anfangsfrage zu sagen, ja, dann sind wir, ich will jetzt nicht sagen Spielball, aber dann sind wir eigentlich ja eine Marionette in diesem ganzen Konstrukt, weil für wirklich Sicherheit zu sorgen, tun wir ja nicht. Nicht mit dem Personal, was wir haben. Sicherlich in vielen Bereichen haben wir sehr gutes Personal, haben wir qualifiziertes Personal. Aber wenn wir jetzt uns das angucken und auch vielleicht die Meldungen, die Pressemeldungen, die Gerichtsverfahren aus, weiß ich nicht, wenn man nur die letzten sich angucken, Burbach oder sonst irgendwas, am Ende des Tages ist es ja, ja. Wir sind Dienstleister. Wir sind ein austauschbarer Dienstleister. Genau wie das Catering, genau wie die Reinigung. Wir wären gerne mehr, aber wir sind für den Kunden einfach auch ein Kostenfaktor. Nur das. Es ist traurig, das so zu sehen. Wir möchten uns alle gerne anders sehen, aber das ist so. Aber wir generieren doch einen Mehrwert, oder, für den Kunden? Oder nur da, wo der Kunde es vielleicht auch muss, weil es gesetzliche Vorgaben gibt? Gibt es ja leider sehr, sehr wenig, dass wir die wirklich sehen für klassische Bewachung. Ja, wir generieren einen Mehrwert, aber dann sind wir wieder bei dem Punkt, ich erlebe das sehr, sehr gerne, dass auch Kunden bei uns anfragen. Und wir haben tatsächlich gewonnen, obwohl wir da denen so ein bisschen zu Leibe gerückt sind, ganz einmal einen Hotelkunden. Da betreuen unsere Mitarbeiter neben dem Night Audit, der tatsächlich noch vom Hotel gestellt wird, einen Sicherheitsmitarbeiter oder einen Sicherheitsmitarbeitenden, wie man ja heute sagt, der dann dort vor Ort ist, deswegen, weil auch manchmal Mädels von uns da sind. Und da wurde an uns herangetragen, ja, der Dienstleister davor räumt Schnee. Ist ja eine Servicetätigkeit, macht man ja so gerne. Wenn man da aber mal weiterdenkt und aus Arbeitsschutzbrille sich das Ganze mal beschaut, dann hätten wir eine nicht versicherte Tätigkeit. Wir sind kein Reinigungsunternehmen. Wenn wir Schnee wegräumen, der Mitarbeiter stürzt, rutscht aus etc., dann fällt er hin. Es geht aber auch noch viel weiter. Jetzt räumt der Mitarbeiter bei seinem Auftrag den Schnee nicht. Wir unterzeichnen schön, gar kein Problem, wir sind ja alles servicegetrieben, unterzeichnet, dass er den Schnee räumt. Jetzt tut er das mal nicht. Jetzt stürzt ein Hotelgast, also im Schneeräumen war mit Streusalz ausbringen, einem zu sehen. Jetzt tun wir das nicht. Wir haben es aber unterzeichnet, dass wir es tun. Vielleicht ist aber nur so, der Mitarbeiter macht seinen letzten Rundgang, da hat es noch nicht geschneit. Während des Rundgangs schneit, er hat Feierabend, der Mitarbeiter geht, wenn er Feierabend hat. Der wird nicht noch Schnee räumen. So, wer haftet denn da jetzt? Macht sich da unsere Branche drüber Gedanken? Ja, wir schließen Fenster. Okay, das ist vielleicht so ein bisschen Bewachung. Was passiert aber jetzt, wenn der Mitarbeiter ein Fenster nicht schließt und wir haben einen Starkregen? Das ganze Ding steht unter Wasser. Haften wir? Darüber macht sich keiner Gedanken. Es ist immer so, wir müssen ja Service bringen. Nein, wir müssen dem Kunden sagen, wir sind Sicherheitsdienstleister, wir bieten ihnen gerne eine Bewachung, das alles sind Bewachungsleistungen. Aber hier sagt allein schon unsere Berufsgenossenschaft, und unsere Berufsgenossenschaft geht sehr weit über die DGV 23, das ist eine nicht versicherte Tätigkeit, die du da anbietest, die du da machst. Willst du das wirklich tun? Aber so weit wird leider oft nicht gedacht und man will dem Kunden ja immer einen Nutzen bringen. Man will sich immer auch dem Kunden anbieten, irgendwie, ich bin toll, bitte verlängere meinen Vertrag. Wir hatten, weil du gerade gesagt hast, den Mehrwert, den Nutzen zu erklären, wir hatten ja die Diskussion als, das war so 2012 muss das gewesen sein, wo wir plötzlich die 10-Euro-Grenze zumindest Berlin-Brandenburg so knapp erreicht hatten und wo wir innerhalb sehr kürzester Zeit wirklich eine massive Lohnerhöhung hatten. Da war ja die Frage,
meiner Kunden, ich war damals bei Securitas gewesen, war immer gewesen, jetzt mal ein bisschen überspitzt da gesetzt, da sitzt seit 20 Jahren der gleiche Mitarbeiter dort unten. Das Einzige, was sich verändert hat, ist vielleicht sein Haarwuchs, ist lichter geworden und sein Körperumfang ist vielleicht ein bisschen breiter geworden. Und die Dienstkleidung hat sich jeweils mit dem Unternehmen, das in einem Betriebsübergang übernommen hat, geändert? Wenn überhaupt. Ja, wir hatten damals viele, viele Kunden, die wir wirklich seit Jahrzehnten, will ich fast behaupten, betreut haben. Und dann sagt der Kunde, okay, warum zahle ich jetzt plötzlich im Vergleich zu, als ich angefangen habe, 2009 hatten wir einen Mindestlohn gehabt, aber nur, wenn du BDSW in einem BDSW organisierten Unternehmen warst, von 5,25 Euro in Berlin. So, warum zahle ich plötzlich 100% mehr innerhalb von der kürzesten Zeit? Was bringt mir der Mitarbeiter mehr an Nutzen? Dann sind wir wieder beim Mehrwert, genau. Ja, ein reines Management-Thema, was habe ich? Ja, was habe ich für die Ausgabe? Das ist eine ganz interessante Frage. Wir hatten das 2015 bei einem Kunden, den wir seitdem betreuen, saß meine Prokuristin in dem Bietergespräch, nenne ich es jetzt mal. Das war aber ein Alleingespräch damals mit den Kundenvertretern. Und da kam so zur Sprache, wir wissen eigentlich gar nicht, was unser Sicherheitsdienst hier überhaupt tut. Und dann war irgendwann die Frage, was machen Sie denn anders? Und die Antwort von uns war, wir zeigen Ihnen, was wir tun. Hm. Ja, wir bilden unsere Mitarbeiter weiter zum Ersthelfer. Bringt Ihnen was, Sie brauchen Ersthelfer im Unternehmen. Ja? Ja. Bringen unsere Mitarbeiter in diesem Bereich mit. Brandschutzhelfer. Ja? Man schaut zum Beispiel auch mal drauf, es wird leider noch sehr oft gemacht, der Mitarbeiter läuft in der Weihnachtszeit rum, da werden echte Kerzen verwendet auf dem Tisch, da geht man nach Hause, da brennt die Kerze. Oder man lässt tatsächlich die Fenster offen, Elementarschäden. Einfach man sensibilisiert den klassischen Mitarbeiter darauf, auch da so ein bisschen über den Tellerrand zu schauen. Aber nein, man räumt dort auch nicht Schnee, sondern man ruft den Hausmeisterdienst an. Man hat nämlich eine Eskalationsmatrix, auf der schaut man Schnee, die und die Uhrzeit rufe ich da und da an. Und das ist so eine Sache, wenn man das dem Kunden, was für mich eine klassische Bewachungsleistung ist, ich bewache sein Gut gegen Brand etc., gegen Elementarschäden, das kann ich verargumentieren. Mhm. Und wenn man dem da den Mehrwert aufzeigt, wir betreuen den Kunden zu einem wahnsinnig tollen Stundensatz. Mehr als damals der Dienstleister davor, der wohl 20 Jahre betreut. Also ist das auch so ein bisschen, jetzt wirst du gleich sagen, dass es vielleicht auch schwierig zu antworten ist, aber deshalb nehme ich mal die Interpretation vorweg, ist das vielleicht auch so ein bisschen mangelnde Kompetenz, Fachkompetenz, betriebswirtschaftliche Kompetenz bei denjenigen, die Sicherheitsunternehmen leiten oder in Führungspositionen sind? Da würde ich gerne unterscheiden zwischen Kleinunternehmen, Großunternehmen und Konzernen. Mhm. Ja, wir sehen, das hört man auch sehr, sehr oft von Kunden bzw. Kundenvertretern, wenn man da mal einen Vertrag geschlossen hat. Der Kunde erhält von unseren Branchengrößen hier im Großraum Stuttgart dreimal im Jahr eine E-Mail, ihr Ansprechpartner hat sich geändert. Und ich gebe Brief und Siegel drauf, wenn der Kunde zwischenjährig anruft, wird er auch den nicht erreichen. Wenn der also eine Frage hat, erreicht er im Unternehmen einen Key-Account-Manager, ganz neu, der ihm dann sagt, ja, jetzt geben Sie mir erstmal bitte Ihre Kundennummer und Ihre Projektnummer und um was geht es dann denn überhaupt? Ja? Und dann, ups, ich kenne Ihr Objekt gar nicht. Da haben wir Kleine natürlich den Vorteil, also ich muss mich da rausnehmen, ich kenne auch nicht jedes Objekt. Aber wenn der Kunde hier anruft, dann wissen wir, wer anruft. Dann zeigt uns unsere EDV schon mal ganz genau, wer das ist. Also zumindest die Telefonnummer, anders kann ich ihn nicht identifizieren. Schon mit allem drum und dran, dann klicke ich drauf. Dann habe ich die kompletten Objektunterlagen. Dann weiß ich schon mal, wer spricht denn überhaupt mit mir. Das ist doch ein leichtes, sowas heutzutage zu hinterlegen. Ja. Und dann kann ich dem Kunden vielleicht auch eine Hilfestellung geben. Wenn der zu mir sagt, ja, Herr Werner, wir haben jetzt das und das Problem. Wir haben hier eine Baustelle, wir brauchen jetzt die und die. Wenn Sie jetzt kein Service Level Agreement haben, dass wir das sowieso stellen müssten. Wir brauchen das jetzt dann gut. Super, dann kriegen Sie jetzt ein Angebot über die prompte Separatbewachung und ich weiß, was ich dem anbieten kann, weil ich irgendwo auch weiß, selbst an der Aktenlage, die ich dann vor mir habe, wenn ich das dann vielleicht allein ausarbeiten muss, was der Kunde überhaupt ist, was er herstellt etc. Und das fehlt. Es fehlt oft, dass der Kunde im Unternehmen und gerade in Konzernen, Securitas oder wir haben hier die anderen ganz großen, die mal lustig gelben, da hieß es hier, es braucht zum Beispiel der Interventionsfahrer, wenn er uns begleiten muss für eine Mitarbeiterbegleitung, die dürfen da nicht allein rein bezüglich Alleinarbeit, an den Wochenenden bis zu 3 Stunden. Der hat aber niemand erreicht, um das dort anzumangeln. Die haben gekündigt. Jetzt war das wirklich das Problem des Mitarbeiters? Nein, das war vielleicht ein strukturelles Problem. Aber der Kunde möchte doch gerne wir möchten doch auch nicht in der Vodafone-Hotline hängen und immer von A nach B geschoben werden, sondern wir möchten gerne eine Lösung dafür, dass wir gerade kein mobiles Internet haben. Und der Mitarbeiter des Sicherheitsdienstleisters in einem Konzern hat ja wirklich doch persönliches Interesse am Kundenproblem.
Meistens leider nicht. Nee, weil ein nur entweder, so wie du sagtest, eine Nummer von vielen ist oder eben ein Jahresumsatz vielleicht darstellt, der ja zu verkraften ist, wenn der wegfällt. Ja, aber darf das denn, also bei mir im Unternehmen dürfte es der Sachbearbeiter nicht sagen, das ist mir egal, weil davon wird vielleicht sein Lohn oder Gehalt bezahlt. Also ich erwarte auch, wenn ich zum Beispiel ein Notebook kaufe, erwarte ich auch einen Service dahinter. Ich bin gern bereit, eine gewisse Servicepauschale für irgendwas zu bezahlen, erwarte aber dann in einem Ausfall einen Service. Und das machen leider noch viel zu wenig Kunden, dass sie sagen, so, euer Bewachungsvertrag, der ist ganz schön, das passt mir alles, aber ich hätte gerne ein Service-Level-Agreement. Da würde jetzt die Branche staunen und sagen, was ist denn ein Service-Level-Agreement? Oder sich dagegen wehren. Fällt mir gerade ein ganz praktisches Beispiel. Manchmal muss man das aber auch tun. Ja, das auch, aber ich hatte so ein ganz schönes praktisches Beispiel, da haben wir in NRW ein Objekt vergeben, wo wir reingeschrieben haben, ne, mit nur eingesetztes Personal, unterwiesenes, vorgestelltes Personal. Das war uns sehr wichtig, weil es eben ein relativ neues und besonderes Objekt gewesen ist und vor allem auch Dauerbesetzung, sonst Vertragsstrafe X bei Ausfall je Stunde, wenn nicht angemeldet, Krankheit und sowas. Ich meine, untereinander, man kennt sich, man kann ja miteinander reden, der Mitarbeiter sich dauert vielleicht 2 Stunden so, aber da hat sich der Sicherheitsdienstleister hingestellt und hat gesagt, machen wir nicht. Tun wir nicht, wollen wir nicht. Kann ich verstehen, dass es schwierig ist? Es ist ein sehr, sehr explizites Thema, wenn ich da kurz einhaken darf. Wir hatten von einem sehr, sehr großen Modelabel eine Anfrage, in der im Endeffekt genau das Gleiche stand. Da stand, stellen Sie Personal XYZ in der Anzahl 12 per 24 Stunden, also dauerhaft. Ja. So. Sie stellen nur eingewiesenes Personal, Sie stellen nur vorgestelltes Personal, Sie dürfen aber nur 3-mal im Jahr einweisen und schicken Sie uneingewiesenes Personal, zahlen Sie pro Stunde auch Strafe, selbst wenn jemand da ist. Da muss ich als Unternehmer sagen, es tut mir ganz arg leid, das kann ich nicht leisten. Ja, was ich schwierig finde, ist ja an der Stelle, dass du, also das, mein Beispiel kann ich ja nur an der Stelle versuchen zu erklären, ist, dass du gar kein Gesprächsangebot hattest, zu sagen, pass mal auf, meine Probleme sind und können wir nicht diese SLAs entsprechend anpassen, dahingehend, dass wir beide damit leben, sondern es kam auf der einen Seite das Argument, na dann, ihr müsst eurem Dienstleister auch vertrauen, wo ich mir dann schon denke, okay, wenn dieses Argument kommt mit der gleichzeitigen Abwehr von jeglichen Vertragsstrafen, finde ich schwierig, wenn du dann noch ein Unternehmen hast, wir haben es vorhin auch besprochen, dann sich noch irgendwie brüstet, damit DIN 77-200 mit 2008 in Stufe so und so qualifiziert, wo ja explizit drin steht, wie viel Personal, in welcher Zeit eigentlich. Ne? Also wenn Thema ich mich dann, für sich. Wenn ich mich wieder da auf alte Normen berufe, weil es das vielleicht das Einzige ist, was ich erfülle und dann aber plötzlich feststelle, naja, aber das erfülle ich vielleicht dort trotzdem nicht, auch wenn es nicht zertifizierbar ist und lassen wir das, nehmen wir diesen ganzen Rattenschwanz dahinter dran, dann denke ich mir so am Ende des Tages, Was zähle ich denn als Kunde? Das ist ein sehr, sehr interessanter Punkt, den du da einwirfst. Der Kunde nimmt sich gar nicht mehr die Zeit. Wir bekommen in der Woche, jetzt einfach mal so einen Mittelwert zu nennen, ungefähr 10 Anfragen, in denen wir im Endeffekt, in denen es nur heißt, geben Sie einen Preis ab. Danach sprechen wir vielleicht mit Ihnen. Sie dürfen Rückfragen gerne schriftlich stellen, vielleicht auch telefonisch, aber wir wollen zuerst mal einen Preis sehen, bevor wir überhaupt mit Ihnen sprechen. Das heißt also, was machen Sie denn? Sie setzen sich hin und sagen, wir wollen Sicherheitsdienstleistungen, wir wollen das, das und das und das. Woher wissen Sie denn, dass Sie das brauchen? Ich will nicht sagen, dass ich es weiß, aber fahre ich zum Kfz-Unternehmen, wo ich meinen Kundendienst machen lasse und sage zu denen, ja, aber ihr braucht genau diese Zündkerze, machen bestimmt Menschen. Aber wer tut das? Es sagt doch auch niemand dem Kfz-Meister, ich brauche übrigens einen Meister, um einen Betrieb zu öffnen oder zu führen. Warum nicht? Sage ich doch auch nicht, du musst aber den Keilriemen so rum aufziehen. Ich überlasse ihm die Fachexpertise, das zu können. In der Bewachung sagt uns ein Einkäufer, der von Bewachung keine Ahnung hat, wie viel Stück Sicherheit, die er auf dem gleichen Bestellformular nach SAP bestellt, wie er sich auch Doppel-T-Träger bestellt. Und wir können ihn nicht beraten. Also die Branche kann ihn nicht beraten und die es können, können es nicht, weil es nicht zugelassen wird. Er möchte sich vielleicht auch nicht beraten lassen, weil er weiß, was er dann gesagt kriegt. Dann kriegt er nämlich ein Sicherheitskonzept, in dem steht, stellen Sie 5 Security und 2 Kamera. Aber wir haben gar nicht die Möglichkeit, dem Kunden unsere eventuell vorhandene Expertise zu präsentieren und zu sagen, hier bitte nehmen Sie doch Personal weniger. Sparen Sie doch ein, nehmen Sie Sicherheitstechnik. Nee, er möchte seit 10 Jahren 3 Mitarbeiter an 3 Pforten, 24 Stunden, Montag bis Freitag und Samstag irgendwie weniger. Ich würde nochmal ein Gegenargument nennen. Wenn wir uns
ein neues Handy kaufen, einen neuen Fernseher, Laptop oder sonst irgendwas, dann beschäftigen wir uns doch, glaube ich, ohne dass wir irgendwann in unserem Leben mal einen Laptop oder einen Fernseher selber entwickelt oder hergestellt, gebaut haben, beschäftigen wir uns doch auch sehr intensiv mit diesem Thema. Dieses Handy hat diesen Vorteil zu diesem Preis, dieses Handy hat jenen Vorteil zu diesem Preis und irgendwo in der Mittelweg, wie viel, weiß ich nicht, Speicherplatz, welche LTE, 5G-fähig etc. Was kann dieses Gerät? Aber mein Eindruck, und so ein bisschen hast du es ja auch gerade eben beschrieben, ist ja, dass der Kunde sich mit, dann komme ich wieder zurück auf das Thema Leib und Leben und Eigentumsschutz, sich dahingehend nur beschäftigt und immer sagt, okay, jetzt müssen wir irgendwie was machen und den günstigsten Preis nehmen wir an der Stelle und dann schauen wir mal, wo wir rauskommen. Weil der Kunde selber nicht seine Sicherheit gefährdet sieht. Der Einkäufer sieht die Sicherheit nicht gefährdet. Übertragen wir das Ding mal in unser branchengeliebtes Thema Personenschutz. Warum kann ich denn im Personenschutz, wenn er jetzt wirklich, jetzt und oft ist das tatsächlich so, dass dann der CEO dieses Unternehmens oder der Geschäftsführer oder eventuell die Gesellschafter auf einmal selber am Telefon sind und hier anrufen und sagen, passen Sie mal auf, ich habe das und das Problem, wir werden hier bedroht, ja? Wir sind hier mit der Polizei in Kontakt etc., die haben uns geraten, dass Sie selber nicht tätig werden dürfen, das Problem kennen wir alle, sich an ein Unternehmen zu wenden. So, bitte kommen Sie vorbei. Warum läuft das in dem Moment, wo das für die, ich nenne es jetzt mal rangshöchsten Indianer, um die eigene Sicherheit geht oder vielleicht sogar darum, dass am Schluss noch die Kinder mit dabei sind, warum ist denn da Geld auf einmal nicht mehr wichtig? Da kann ich aufrufen, was ich möchte. Wir sprechen jetzt bitte nicht vom Personenschutz von TikTok-Superstar XYZ, sondern wirklich, wo Leute, wo es einfach egal ist, weil es zahlt dann sowieso das Unternehmen, da wissen wir, wie es versteuert wird, aber da ist dann im Endeffekt nachher die Zahl vor dem Komma nicht mehr ausschlaggebend, sondern dann ist es ausschlaggebend, dass ich da hinfahre und dass ich da eben nicht einen auf Superagent mache und das Wichtigste ist die Sonnenbrille und der Knopf im Ohr. Sondern, dass er wirklich merkt, er bekommt dort das, was er will. Auch für sich das gute Gefühl zu wissen, ich bin tatsächlich sicherer. Ich sage nicht sicher, denn das können wir nicht liefern. Wir haben immer irgendwo ein Restrisiko, egal wie gut wir sind. Und ob wir das jetzt bewaffnet machen dürfen oder ob wir das nicht dürfen, ist auch so ein großes Branchending. Aber da ist das Geld dann egal. Wenn aber dieses Unternehmen nachher doch tatsächlich ihren klassischen Werkschutz vergibt, dann werde ich in einem ganz normalen Ausschreibungsverfahren sein. Außer ich habe natürlich dort so Punkten, dass ich dann den Auftrag wieder abgreifen darf. Aber ansonsten bin ich im ganz normalen Ausschreibungsverfahren, wo wir nachher Bestpreis haben oder eventuell sogar noch eine Auftragsversteigerung. Ist das der Grund vielleicht, warum der BDSW im Sicherheitsdienstleistungsgesetz fordert, dass wir da klare Vergabegrenzen brauchen? Weil der Markt das selber nicht regeln kann? Und wir selber als Branche das nicht regeln können? Dem Kunden das eigentlich egal ist? Dann haben wir eine Kartellstruktur. Ne, lass es mich anders fragen. Im Grunde könnte doch heute eigentlich die Preisunterschiede doch nicht mehr so groß sein. Ich habe einen Tarifvertrag. Ja, okay, ich kann mich ein bisschen noch darin unterscheiden. Ist mir der Kunde vielleicht wichtig und kann ich das mit einem sehr guten Auftrag gegenfinanzieren? Aber ich habe einen Mindestlohn, da sagt der Zoll immer nur so knapp 60% Aufschlag, dann kannst du irgendwie wirtschaftlich arbeiten. Gut, wenn kennen wir alle von den großen Unternehmen, haben wir bei Securitas letztendlich auch so gemacht. Wir haben viele sehr gute Aufträge und dann willst du einen, mit dem du Prestige und das darstellen kannst und gehst dann halt mit einem marktunüblichen Preis rein. Aber wir haben ja momentan ja spannend teilweise drin, wo sich der eine noch dem anderen unterbietet, dann haben wir noch eine Sub-Sub-Sub-Struktur und du fragst am Ende des Tages, wie kann der Letzte in dieser Kette noch Geld verdienen? Funktioniert nicht. Versteht er aber nicht. Und da haben wir wieder den Punkt, was muss ich denn haben, um ein Unternehmen zu gründen? Die Sachkunde. Habe ich unternehmerische Kenntnisse? Nein. Schwierig. Aber brauchen wir eine Regulierung? Du hast es vorhin gesagt, jeder, wenn du hier, als ihr hier ausgebaut habt, wenn du da einen Handwerker beauftragt hast, der musste Meister sein. Dafür vielleicht, ich will das jetzt gar nicht degradieren, aber dafür, dass er vielleicht Fliesen an die Wand gebracht hat. Im Zweifelsfall fallen die Fliesen wieder runter, aber niemand ist zu Schaden gekommen. Genau. Aber wir reden hier über das, was du gerade eben ja auch gesagt hast. Wir sprechen im Endeffekt über Großveranstaltungen, wo wir dann wirklich die Geschichte in der Versammlung Städtenverordnung haben. Großveranstaltungen haben wir, glaube ich, nur in ein, zwei Punkten tatsächlich juristisch definiert, was das ist. Aber sagen wir einfach mal, eine Großveranstaltung, 100.000 Leute, dauerhaft anwesend, brauche ich ein Sicherheitskonzept, brauche ich einen Ordnungsdienst, mehr steht nämlich da nicht. Ja.
Also, wenn dieser Ordnungsdienst qualifiziert ist, was er eigentlich gar nicht sein muss, hat er Unterrichtungsverfahren, wenn er nicht am Zugang steht oder wenn er keine Ahnung was nicht macht. So, also darf ein Mensch, der Ordnungsdienstleiter ist in der Qualifikation per se nicht definiert. Natürlich trägt er das nicht wirklich, denn die Polizei und die anderen BOS-Organisationen werden danach machen, was sie wollen. Da hört niemand auf den Leiter des Sicherheitsdienstes. Darf also ein Mensch, der, wenn es schief läuft, in leitender Funktion, muss er ja nach der neuesten Fassung sachkundig sein, trägt dieser Mensch die Verantwortung für das Leben von 100.000, 200.000, Love Parade, einer Million Menschen. Ist das richtig? Ich persönlich finde nein. Wir erleben aber bei uns in der Branche immer die Qualifikation, die man selber hat, ist die richtige. Alles andere ist schlecht. Gut, wir sind jetzt höchst qualifiziert. Ne? Also es gibt, glaube ich, klar, man könnte wieder einen Doktor machen. Gibt sowas bei uns? Ich glaube nicht. Ich glaube nicht. Aber was braucht man denn wirklich? Ich sage nicht, es muss jemand ein Studium haben. Ich sage nicht, es muss jemand einen Meister haben. Es kann Fachexperten geben. Es kann sein, der ist mit Sachkunde so fit und weiß wirklich, weil er seit Jahren das tut, sich weiterbildet, persönliches Interesse hat, dann soll der bitte diese Veranstaltung leiten. Dann kann der das nämlich besser als andere. Aber per se, so wie du sagst, es fällt die Fliese von der Wand oder es sterben eventuell Menschen. Und das haben wir noch nicht so ganz verknuspert. Genauso, es ist auch immer ganz toll, wir sehen, es ist wichtig, Einsatzleitung. Wieder so ein bisschen ein Geltungsbedürfnis. Es ist ganz wichtig, das Schild Einsatzleitung zu haben. Das habe ich am besten hier vorne, hinten, auf den Seiten noch und ein Blinklicht habe ich auch. Überlege ich mir aber meine persönliche Haftung. Der Unternehmer sagt, du bist Einsatzleiter, leg da schön die Hand drauf. Wenn er schlau ist, regelt er das vielleicht sogar noch in der Dienstanweisung. Dann ist er aber schon sehr schlau. Und der Mitarbeiter, ja danke, ich bin Einsatzleiter. Mit geschwellter Brust läuft er raus. Überlegt er aber vielleicht, dass er in diesem Moment Führungskraft ist, dass für seine Entscheidungen nachher die anderen arbeiten, seine Anweisung, und dass er persönlich haftet, wenn er wirklich Fehlentscheidungen trifft, das sieht er nicht, weil das hört er in der Sachkundeprüfung auch nicht. Ein Begehen durch Unterlassen, er macht Dinge nicht, die nachher dazu beitragen, dass jemand stirbt, Begehen durch Unterlassen? Nein,